Hallihallo und willkommen zur heutigen Folge Animal Crossing New Horizons. Schönen guten Tag auch von mir, dem lieben Arkay. Ja, willst du erzählen, was wir heute machen? Die Links findet ihr übrigens in der Infobox. Nur mal so, das vergisst ihr mittlerweile zu sagen. Das müsste doch aber eigentlich mittlerweile jedem bekannt sein. Ja, egal. Willst du erzählen, was wir tun? Oder? Ja, wir haben heute vor, endlich mal die Maifeierei zu machen, weil ich kenne diese Maifeierei nämlich auch noch nicht. Und ich habe ja extra noch gesagt in einer der letzten Folgen, dass ich die zusammen mit dir machen möchte, damit du die auch mal siehst. Genau, weil ich kenne die ja noch nicht. Die Kaida kennt sie ja vom letzten Jahr. Ich habe sie ja noch nie mitgemacht. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe nur ein paar Videos gesehen, was dieses Jahr vielleicht passieren kann und so. Und ich weiß nur, dass der Olli da auf uns wartet. Und dass wir ein Geschenk vom Olli kriegen. Und Olli kennst du ja sogar auch noch nicht. Nee. Was mich jetzt nur immer noch interessieren würde, wäre, ob man mehrmals halt fliegen kann. Ja. Oder eben nur einmal. Das kann man ja gleich sehen, dann, wenn du jetzt einmal da warst, ob du nochmal hin kannst. Vielleicht kann man einmal am Tag. Das wäre natürlich möglich. Auf zur Maifeierei. Yay. Oder das ist ein Dauerticket. Ja, das kann natürlich sein. Weil so wie ich gesehen habe, kriegst du dieses Jahr nämlich auch ein Foto von Olli. Und es gibt aber 6 verschiedene Bilderrahmen. Ja. Es gibt halt die normalen, es gibt die bunten Bilderrahmen und sowas alles. Deswegen würde das schon eigentlich Sinn machen, dass du mehrfach hin kannst. Oha. Nächste Mal. Hinter der Theke. Erstmal alle Bäume hinter die Theke gestellt und so. Passt dann alles auch gut. Und der ganze Krimskrams, den ich noch in der Tasche habe, Feuer halten sollte, okay. Wenn ihr das da unter der Theke unterbringt, dann könnt ihr. Könnt euch, Bodo. Also wenn ihr so viel Platz habt, dann. Also es ist praktisch, die nehmen alles, damit du Platz hast und das ist super. Also war es mir klar, dass du irgendwas brauchst. Dass du auf jeden Fall Platz brauchst. Ja, aber tendenziell nicht um Sachen, die man mitbringt, sondern vielleicht ja eben für da, weil, ja, das Labyrinth, um das zu lösen. Bodo, empfängst du mich? Ich habe jemanden, der etwas Höhenluft braucht. Over. Roger, alles startklar. Der Bodo und der Udo. Ich mag die beiden Dodos. Jetzt sind auch süß. Los geht's zu Olli. Udo! Ja, I know. Ah, das kriegen wir schon raus. Mit leeren Flügeln, alles klar. Ach, lustig. Ja, das ist das. Ich glaube, das ist bisher das einzige, wo ich die Notrettung benutzt habe, letztes Jahr bei der Maifeierei. Oha, so schlimm. Ja, kann halt passieren. Vor allem, wenn du das erste Mal da durchläufst. Ich habe da mehrere Anläufe gebraucht, um den Weg durchzufinden. Weil du teilweise manche Sachen nicht mehr machen kannst, wenn du was anderes schon gemacht hast. Dann so, aber das brauche ich dafür unten. Ja. Aha. Na dann. Ja, der, wie heißt er? Resetti. Resetti und sein Bruder, wie heißt er nochmal? Ich habe keine Ahnung. Der ist genauso komisch wie er. Ne, wir hatten es doch schon mal, in den Videos. Wie hieß der nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ist ja egal, lass uns die Maifeierei starten. Ja. Ich möchte die endlich sehen. Tja. Ja. Starten wir mit der Schaufel. Genau, und dann eine Birne essen wahrscheinlich, dass wir den Baum rausmachen können. Da hinten sitzt Olli, ich sehe ihn schon. Schon gesehen. Das ist ja auch natürlich cool mit Labyrinth und so. Ich würde auch gerne die Hecken mitnehmen. Ja, das kannst du, also du kannst, glaube ich, sowieso grundsätzlich nichts mitnehmen. Nein, ich meine die Hecken, nicht die Büsche. So. Jetzt ist die Frage,
Ist das ein Loch zu kriegen? Das ist eine Anleitung. Nee, nee, du musst da nichts zu kriegen. Du musst da... Aha. Jetzt noch überlegen. Benutze die Anleitung für die Leiter, weil dann kannst du da hoch und dir das andere Ding holen. Okay, warum finde... Okay. Falls du sie noch nicht kannst. Ja, aber das ist ja doof, dann du hast ja keine, du kannst ja keine herstellen. Dafür sind ist Holz und so weiter da. Ja, aber du hast doch keine Werkbank. Stimmt. Okay, sehr lustig. Nee, das ist zugesperrt. Da ist auch nur Holz, also erstmal. Aber du kommst doch nicht zu dem Baum hin, oder? Nee, nee. Schräg springen kannst du nicht. Nein, das geht doch da auch nicht, da hinten. Ja, hier. Das, ja. Dann den Stein kaputt machen vielleicht. Ja. Dann hast du auch kein Obst. Doch, dann hast du noch eine Birne. Okay. Ah, da ist auch eine Werkbank. Aber zu der kommst du. Ah, okay. Was? Du musst den Baum rausmachen, damit du da hinten hinspringen kannst für die Werkbank. Du musst den Baum ausgraben. Alles klar, ja, sehr cool. Tricky. Ja, deswegen sage ich ja, da brauchst du teilweise mehrere Anläufe. Spring aber erstmal runter wegen dem Böden, würde ich sagen. Ja, ja, du brauchst halt mehrere Anläufe. Mich mal ausreden. Du brauchst mehrere Anläufe, um eben teilweise manchmal wegen den Birnen und so weiter, weil wenn du gerade keine hast, aber sonst auch nirgendwo hinkommst, wo noch welche sind und so, da muss man echt gucken und so aufpassen. Wie hier jetzt? Wow. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen eigentlich noch von allem was. Okay. Kein Thema. Moment. So. Hier rum. Das ist halt wirklich ein bisschen tricky teilweise. Ja, das stimmt. Warne mir. Ach nee, geht ja nicht. Muss ja drüber hüpfen können. Okay. Okay. Dann müssen wir jetzt in die Richtung und uns das Holz holen. Ja. Es ist wirklich, da muss man gucken. Wenn es blöd läuft, musst du halt wirklich Notrettung holen. So. Müssen wir aber definitiv da hoch, weil anders geht's nicht. Ja, aber eine Birne haben wir noch und da hinten gibt es ja, glaube ich, wieder Birnen. Ja. Einer auf jeden Fall. Und da liegt Holz. Ist es ja schon mal gut. Gehen wir erstmal hier rüber. Und hier haben wir heute, guck mal. Mal so. Und so. Und so kann hier hochgelangen. Genau. Kannst du den Baum schon mal ausbuddeln, oder? Ich wäre vorsichtig damit, weil man muss das sich ja einteilen. Wie viele Birnen hast du noch? Ja, eine. Die wir jetzt eingesammelt haben. Deswegen. Ich schätze mal aber, dass du den Baum da oben auf jeden Fall wegmachen musst. Aber du hast auf jeden Fall noch zwei Holz. Nee, doch zwei. Vier brauchst doch du von jedem. Das brauchen wir noch, ja. Das heißt, entweder hier. Glaube ich, der einzige, den du auch wegmachen kannst. Nein, oder den da oben. Den hier vorne gleich. Ja, nein, zwei, der bringt dich stehen. Ja, der bringt dich ja direkt zu Olli. Der bringt dir doch jetzt noch gar nichts. Du brauchst doch erstmal Holz, damit du überhaupt zu Olli hoch kannst. Du brauchst ja eine Leiter. Ich grab den hier aus und lauf da mal lang. Also kann ich mir, weil das bringt dir ja nichts, wenn du den Baum da raus hast, aber weiter noch kein Holz sammeln kannst. Das weißt du ja nicht. Du weißt ja nicht, was da noch ist, eventuell auf dem Weg. Also von der Kamerasicht her. Nichts. Und hier ist gar nichts.
Nur die Birnen hier oben. Das ist jetzt schlecht, dann haben wir jetzt die letzte Birne verschwendet. Richtig. Das ist nicht so toll. That's what she said, dass man da überlegen und gucken muss. Dann müssen wir die Notrettung rufen, dass wir von vorne anfangen können. Ja. Glaube ich. Oder können wir mit dem sprechen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann können wir nochmal zurück. Ah. Postwerk, du kannst... Was? Well. Ah. Okay. Meine federlose Freundin. Ein Tipp. Dann fragen wir mal kurz nochmal nach dem Tipp. Ja. Und ansonsten müssen wir halt die Notrettung rufen. Ja, Axt haben wir nicht. Ja. Das ist schön. Also diese Tipps, die kennen wir. Okay, also Notrettung. Ja. Müssen wir von vorne anfangen. Ja, bitte. Jetzt sehe ich das auch endlich mal. Das heißt hier wieder. Von letztem Jahr vielleicht noch. Boah, was? Das kostet auch noch Meilen. Kann's mir ja leisten. Oh Gott. Eieieiei. Dann kann man halt von vorne anfangen. Rette dich, wer kann? Ja. Lustig. Das sind natürlich echt cool gemacht. Mhm. Ah, okay. So. Gut, also müssen wir uns alles richtig gut einteilen jetzt. Yep. Also definitiv wieder hier lang. Jetzt ist die Frage, wohin wir erstmal gehen. Ja. Aber das ist auch gut, dass du halt komplett leere Taschen hast dann. So, auf jeden Fall sammeln wir uns mal das Holz ein. Stein würde ich tendenziell sogar gar nicht kaputt machen wegen dem... Du musst aber, sonst kommst du da ja nicht runter und auch nicht da hoch dann. Du musst ja hier lang, da runter an dem Baum vorbei durch und um dann da hoch zu gehen. Nein. Doch. Du hast doch hier gar keinen Weg. Das ist doch zugesperrt hier alles neben dem Baum. Der Baum muss ja erstmal durch. Ja, eben, deswegen sage ich ja, du musst durch den Stein, du musst dadurch, wo der Stein ist, aber lass doch... dann dadurch, wo der Baum ist und dann kannst du ja erst da hoch auch. Aber lass doch erstmal woanders langlaufen. Lass doch erstmal hier alles einsammeln. Weil der Stein ist, glaube ich, wichtiger erstmal. Oh, Holz. Ach ja, Bäumchen. Ja, diese Bäumchen. So. Haben wir hier wieder zwei Birnchen. So. Ach, wenn wir jetzt den Stein zerschlagen, kriegen wir da schon mal die zwei Hartholz. Richtig, und da kriegen wir hinten das Restliche. Vielleicht klappt das ja damit schon. Das sind tendenziell die zwei, die uns gefehlt haben, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ja. So. Aber ich sag, die Bäume heben wir uns erstmal auf. Wir machen erstmal kurz da, dass ja. wir
Und auf der anderen Seite das Zeug holen. Wette, hier kriegst du da oben eine Axt oder so. So. Hier müssen wir essen. Damit wir das zerschlagen können, dann müssen wir die essen, um den Baum auszugraben. Und das bringt uns absolut nichts, weil wir wieder keine Birne haben. Wir können den Baum dann nicht kaputt machen. Keine Birne mehr. Wie haben wir das denn gemacht? Oh wei. Bin auch total verwirrt. Ich sag noch, ich hab nur gesagt, erstmal vielleicht in die Richtung gehen. Ja, jetzt bin ich wieder schuld, ich weiß. Hat ja keiner gesagt. Doch, du. Nee, hast du dir angedeutet. Ja, das war's dann. Notrettung. Läuft ja super hier. Soll ich mal versuchen? Darf ich mal? Du hast eine eigene Maifeierei. Ja gut, dann mach doch alleine. Dann mach doch ruhig alleine hier deine Maifeierei. Vor allem, weil ich bei deiner ja auch nicht mitmachen kann. Das ist meine Schuld. Das ist meine Schuld, dass du nicht mit dabei sein kannst. Eieiei, immer diese Maifeierei hier. Labyrinthe über Labyrinthe. Ich habe mir die Stimme von Resetti anders vorgestellt. Es ist ja auch so durch Telefon. Ja, trotzdem. Die hört sich an wie so ein kleines Kind. Eieiei. So. Gut, dann mach jetzt so, wie du denkst. Mhm. Ich glaube aber auch, jede Insel sieht anders aus, so ein bisschen, oder? Nee. Komplett ich glaube, gleich. Die sind gleich. Bin ich. Dann merke ich mir jetzt einfach den Weg. Glaube ich, war es zumindest wie letztes Jahr. Dann merke ich mir jetzt einfach den Weg. So. Ja, das kann man ja schon mal wegmachen. Gehe ich nämlich erstmal hier lang. Und guck mal hier. So, aber dann kriegen wir auf jeden Fall die zwei Bäume schon mal weg hier. Und da hinten waren ja, glaube ich, auch noch mal Birnen. Weil dann würde ich das jetzt nämlich tatsächlich so machen. Ich würde erstmal den Baum hier wegmachen. Die da hinten und mir die Birne holen und das Holz, was da noch liegt. Ja. Und dann zurückgehen und erstmal das Ding basteln. Du brauchst noch mehr Holz, das reicht nicht. Ja, ja. Das ist ja da auf dem Weg. So, also erstmal die Birne hier. Dann haben wir hier Holz. Wir haben hier Holz. Dann hier rüber. Dann haben wir das Holz hier. Dann gehen wir jetzt zurück. Das ist echt lustig gemacht. Also ich find's cool. Maifeierei. Dann hier zurück. Dahin. Das Holz. Dann tendenziell die essen. Und den Stein zerschlagen. Anders kommen wir nicht, oder? Ja. Ich mache einfach mal zur Not, rufen wir wieder Resetti. Ja, aber verdammt, eine andere Möglichkeit haben wir ja gar nicht. Nee, haben wir nicht. Tendenziell. Ja, aber trotzdem ja, fehlt uns doch eine für den... Richtig, wir kommen nämlich nicht zur Werkbank. Die Dinger nicht. Was ist denn da falsch? Finde den Fehler. Verstehe es auch nicht. Was müssen wir, in welcher Reihenfolge müssen wir das denn machen? Ist ja langsam immer wichtig. Warte mal, vielleicht.
Ach so, nee, da können wir nicht rüberhüpfen, weil da dieser Kackbusch im Weg steht. Richtig. Oh. Jetzt überlege ich gerade wirklich, in welcher Reihenfolge haben wir das gemacht, als wir den Baum da fälschlicherweise ausgegraben haben, da drüben. Das war ja der letzte. Richtig. Und stattdessen hätten wir einfach oben bei der Werkbank diesen Stein kaputt machen müssen, dann hätten wir auch unser Holz zusammen gehabt. Welche Reihenfolge war das? Eine gute Frage. Ich glaube, also hierüber sind wir als Totes gegangen. Ja, ich glaube auch. Mein Gott, ey. Also, wir machen wahrscheinlich eine Folge in Überlänge, bis wir hier durch sind. Was? Weil wir wollen es ja auch nicht zeigen, oder? Ja, eigentlich ja schon. Ich meine, zur Not schneiden wir einfach ein bisschen unser Fail raus. Zur Not machen wir zwei Folgen draus. Ha! Das habt ihr nicht gehört. Mal gucken. Weil wir beschleunigen es einfach zwischendrin ein bisschen. Ein Stückchen. Ja, ja, labert nicht so viel rum. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit für den Kram hier. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit für die Maifeierei hier. So. So. Ich glaube, wir haben uns zuerst die Birnen hier unten geholt. Und irgendwas anderes uns geholt. An die Birnen da unten kommst du eh erst, wenn du da einmal rum und an der Werkbank vorbei warst. Stimmt. Sonst kommst du ja gar nicht runter. So. Ich glaube, ich bin aber erst in die Richtung gelaufen, um... Genau. Wir haben die Birnen erst eingesammelt. Die Birnen geholt und wieder zurück. Richtig. Weil, um erstmal zu gucken. So. Dann kommt das weg. Zack, zack. So, jetzt haben wir es aber. Hoffentlich. Das, dann eine von den Birnen gegessen. Dann das zerhauen. So, jetzt haben wir nämlich auch noch genug Birnen hier übrig. So. Da, jetzt die Birne essen. Den Baum ausgraben. Die Birnen holen. Zack. Zack. Ich würde aber noch nicht da hochgehen. Ich würde das als letztes dann machen. Ja, erstmal nämlich den anderen Weg machen, weil wir hatten ja definitiv noch eine Birne übrig. Ja. Als wir diesen einen komischen Baum fälschlicherweise ausgegraben haben. Und die benutzen wir dann aber für. Ja, für den da oben, den Stein. Also essen wir eine, zerschlagen den Stein, sammeln die auf, machen den Baum kaputt, essen erst eine, sammeln den Baum ein und gehen dann zurück zu dem Stein. Ja, nee, wir müssen erst nur da noch hoch. Stimmt. Wegen Holz und so. Und es gibt ja noch eine Birne. Ja, die essen wir. Die Birne, die da oben liegt, die ist dann für den Stein. Genau. Und dann können wir uns die Leiter holen, um an die anderen zu kommen. So, das Holz kommt mit. Ja, das sieht doch jetzt gut aus. Sieht zumindest besser aus als vorher. Ja, aller guten Dinge sind drei. Ja, das ist aber auch tricky, so ein bisschen. Und hier um. Richtig schön hier am Rätseln. So, und hier rum. So. Wo ist die Birne? Und ich wette, wie gesagt, da oben ist eine Axt drin. Das würde eigentlich am meisten Sinn machen. Jetzt können wir die Leiter herstellen. Nein.
Soll ich dir ein paar Anleitungen schenken? Du scheinst ja noch so wenig zu haben. Hä, was machst du? Ja, irgendwo muss ich ja hin, ne? Ja, du hättest von der Seite auch, weil wir müssen doch eh da hoch dann, um die Bäume zu fällen. Du kriegst jetzt, wie gesagt, 100 pro eine Axt. Sag ich ja. Perfekt. Nice, jetzt Bäume fällen. Ist das dein Ernst? Eine Morsch-Axt war das. Okay, du hättest damit den Baum oben bei Olli fällen müssen. Das wäre alles gewesen. Möglicherweise. Wir laufen jetzt nochmal zurück. Wir müssen nämlich eh wieder starten. Aber wir haben jetzt wenigstens mal so groben Ablauf. Och meine Güte, ey. Wahnsinn. Ja, der eine Baum, den hättest du fällen müssen. Dann hättest du die Büsche ausgraben können. Und dann wärst du bei Olli oben mit der Leiter. Ich wäre sogar, würde eher sagen, den Baum hier fällen, dann kann man, weil man dann an die Birnen da oben kommt und den Baum auch ausgraben kann, wieder. Gut. Geht auch, ja. Hätte ich jetzt gesagt, dass man eher den fällen sollte, weil dann hat man halt die Birnen, weißt. Im Endeffekt kann man hier ja alles machen. Man kann ja tendenziell wirklich alles auf dieser Insel machen. Weil hier, wenn du mal richtig guckst, ist theoretisch... Oder, hier kommt man vorbei. Sah nämlich so aus, als ob da das Schild eh im Weg steht. Auf der anderen Seite kommst du ja auch so rumgelaufen, wahrscheinlich, dass du zu dem Busch nämlich kommst und dann eben, die Tickets einsammeln kannst. Man will kannst. Ja auch alles haben. Jaja. Auf zum nächsten Versuch. Gut, machen wir dann den Baum weg hier, um uns die Dinger zu holen. Die Birnen, die kann man nämlich tendenziell brauchen. So, next. Es ist ja nur wichtig, dass wir zu Olli kommen. Überlängenfolge. Einmal retten, bitte. Mal gucken, vielleicht beschleunige ich die Notrettung einfach. Damit es ein bisschen schneller geht. Also eh immer wieder das Gleiche und das Gelaber. Mhm. Nochmal. Aber jetzt haben wir es dann, oder? Weiß ich nicht, ich hoffe. Eine Morsch-Axt. Wer hätte auch damit rechnen können? Das ist eine Axt, die beim ersten Mal kaputt geht bei einem Baum. Daran denkt doch keiner. Bitte hier zu mir. Das ist eine reine Katastrophe hier. Wie gesagt, ich guck mal, eventuell beschleunige ich manche Passagen. Weil, ja, 100.000 Mal denselben Weg laufen ist ja auch Quark. Ihr werdet es ja dann in der Folge sehen. Ja. Nein. Ja. Der Baum muss weg. Ach stimmt, sonst kommen wir gar nicht an die Birnen ran. Mein Fehler, sorry. Mein Fehler. Schöne Labyrinthinsel, ey. Mhm. Ach, Tom Nook. Haben sie sich toll einfallen lassen, ne? Mhm. Jetzt könnten sie aber langsam mal eine Turtle-Insel reinbringen wieder. Oh. Hätte ich jetzt schon so gerne so ein paar kleine Minispiele. Oder? Ja. Vor allem dann mit dem Bürgermeister-Turtle. Mhm.
Oh. Ah, ne, jetzt erstmal nach oben. Um das Holz zu holen. Ja, und die Birne. Damit wir den Stein nämlich kaputt machen können oben. Ja, da haben wir gut gefehlt, auf jeden Fall. Und später. 2 Stunden später. Und wird später, dass es dem alten Arkaid so langweilig wurde und die Kaida sich einen neuen angeschafft hat. Na dann. Hallo. Hallo, neuer Arkaid. Tauschst du mich einfach so aus, ja? Hallo, du wolltest dich ausgetauscht werden. Ich wollte gar nichts. Ich habe nie gesagt, dass ich das möchte. Ich habe nur gesagt, dass du es gemacht hast. Lügen. Naja. Bei der Kaida weiß man immer nie, wisst ihr? Ach ja. Die Leiter ist fertig. Juhu. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Bitte keine erneute Notrettung. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich hoffe es auch, aber ich würde jetzt halt wirklich sagen, dass wir uns besser die Birnen holen damit. Weil mit den Birnen können wir halt dann ausgraben auch. Würde ich sagen halt. Ja. Weißt du? Ja, ja, sie ist kaputt, bla 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 bla. Oh, fuck. Hey. Hat geklappt. Ja, und jetzt würde ich die anderen beiden machen. Dann kannst du dir da nämlich 3 Birnen holen. Stimmt. Und hast dann noch 2 Birnen übrig, so gesagt. Für nämlich die Steine. Ja. Und du brauchst ja wahrscheinlich sogar noch mehr für die Steine, ich weiß es gar nicht. Das würde gegebenenfalls tatsächlich Sinn machen. Ja, wenn man die 2 ausgreift, kommt man an 3 Birnen dran. Ja. Na Mensch, dann haben wir ja endlich. Wir haben es geschafft wahrscheinlich. Vielleicht. Hoffentlich. Nicht den Teufel an die Wand malen. Deswegen sage ich ja, sei einfach still am besten. Ach mit so, ich soll still sein. Ach so, okay. Dann, liebe Leute, ich verabschiede mich hiermit schon mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, mit sowas wie... Bis zum nächsten Mal. Ach, jetzt hab ich's aber, haben wir es aber endlich geschafft. Ich wäre still damit, weil... Macht's gut. Ciao. Ach so. Ah, und jetzt können wir darunter den Ding ausgraben, den Busch. Dann ist hier der Weg auch frei. Du bist eine Pinze. Wie die Kaida mich anguckt, das ist total lustig. Ich würde aber erstmal außen rumlaufen trotzdem dann. Ja. Weil du kannst ja dann noch die Coupons da einsammeln. Da ist ja rundherum und außenrum noch was. Ja. Aber das ist auch der einzige Weg, der jetzt noch geht. Ja. Hier lang. Komplett außenrum gucken, dass man noch so viel einsammeln kann, wie man... Nee, ich meine hier durch mit dem Baum, ansonsten ist dann nirgendwo mehr, wo wir hier lang könnten. Erstmal hier runter. Hey, wir sind draußen, okay. Nichts. Hier kann man sich dann einen Weg darüber frei machen. Ja, gut. Wie gesagt, nach außen. Was man muss, weil man da nicht durchkommt. Alles klar. Lustig.
Aber was bringt dir das? Ach, ja, okay. Dann laufen wir hinten zuerst hoch. Alles klar. Ich, nee, das schafft aber eigentlich geht aber gar nicht. Das auch nicht. Nee. Wahrscheinlich, wenn du mit Olli geredet hast und sowas, dass du mal, guck mal, hier brauchst du ja 3 Birnen alleine schon. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, wahrscheinlich erst, wahrscheinlich hinter Olli dann das Plateau runter. Ja. Da, wo er drauf sitzt. Weil anders scheint es ja nicht zu gehen. Na gut, dann komm, dann gehen wir zu Olli. Wird nach außen rumlaufen können. Was? Wird nach außen jetzt rumlaufen können. Wir waren ja schon bei ihm. Oh. Ah nein, ich wollte was anderes kurz noch machen. Ja. Ja, ja. Ich will kurz den Busch ausgraben, weil dann hat man hier auch noch mal einen Weg, den man gehen kann, eventuell, je nachdem. Okay. Ich weiß zwar nicht, wo, warum, aber... Hier kann man dann nämlich auch mit der Leiter hoch und runter. Ja, aber wozu? Weiß ich nicht, aber vielleicht kann man das gebrauchen, den Weg. Deswegen, okay, sicher ist sicher. Lieber machen und nicht brauchen, als brauchen und nicht machen. Nee, das ist falsch. Das Sprichwort gibt's nicht. Nicht anquatschen, nicht anquatschen. Geh erstmal hier runter. Ich glaube, da kommt man nicht runter. Essen wir mal. Okay, doch. Und schon können wir dahin, wo wir nämlich hin wollten. Nämlich alles erstmal einsammeln. Ja. Bevor wir mit Olli quatschen. Sind das für Coupons? Ja, so Sterni-Coupons, denke ich. Zeig mal. Also, hey. Alles doch okay. Money! Perfekt. Ja! Tendenziell geschafft. Nicht nur tendenziell. Jetzt die letzten 3 Steine mit den 3 Birnen kaputt machen und damit haben wir's. Na endlich! Na Gott sei Dank. Hat ja der nur 4 Notrettungen gedauert. Ja. Ja, da muss man sich aber immer erstmal durchfuchsen und gucken, okay, was ist jetzt am sinnvollsten. Ah, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, aber eine Notrettung habe ich definitiv gebraucht letztes Jahr. Und daher, also das ist nicht unüblich. Da brauchen wir halt gegebenenfalls mal seit Zeit. Ja. Aber hier den Weg mache ich auch mal frei. Pass auf, jetzt sagt er dir gleich, du darfst die ganzen Büsche und Bäume behalten. Dann denkst du dir so, meine Taschen waren schon vorher voll, dankeschön. Mhm. So, dann gehen wir jetzt auch zu Olli, würde ich sagen. Hey, wir haben alles eingesammelt, juhu. Der hat aber auch ein schönes Eckchen hier. Hm. Hallo, lieber Olli. Hello, Dude. Alles fit? Ich glaube, aber hier unten ist auch nichts mehr, nee. Hello, my friend. Mhm. Ach, naja, muss ja. Ah, jetzt sehe ich, der ist voll niedlich, der Olli. Ja, der hat auch einen schönen Pulli an. Obwohl, das ist eine Weste eher. Polunder. Der war auch, also der war in den früheren Teilen immer dafür zuständig, wie du halt aussiehst und so. Der, mit dem hast du im Zug immer geredet. Ja. Ja, auch nie. Mhm. Na dann. Ja, und als Post kriegst du dann wahrscheinlich das Bild von ihm. Das kann sein. Je nachdem, was es halt dieses Jahr gibt. Nein. Möchte ich nicht. So.
Aber darf ich mal, Olli? Ich will mich da neben dran stellen. So. Denn. Olli! Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Die Maifeierei ist erledigt. Gott sei Dank. Ja, endlich. Ich werde gucken, dass ich vielleicht das Video teilweise ein bisschen beschleunige, ein bisschen Schnitt reinpacke und so weiter, weil das so lange gedauert hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen, uns so failen zu sehen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben ja, da. Ja, bitte. Und abonniert doch auch gerne den Kanal ja. Und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Übrigens, da, guck mal, das ist ein Herzchen. Ich weiß. Der Weg. Wollte ich gerade auch sagen. Ach so. Ja, und kommt doch auch gerne mal auf unseren Community-Discord-Server vorbei. Den Link findet ihr natürlich in der Infobox. Da gibt es regelmäßig Rübenpreise, wenn gute dabei sind. Damit in letzter ihr Zeit hatten wir sehr schlechte. Ja. Aber es kommen ja auch mal wieder gute Zeiten. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Die Links findet ihr in der Infobox. Habe ich doch gesagt. Hast du? Habe ich gesagt. Bin mir nicht sicher. Aber gut. Du hörst mir halt nie zu. So. So wird ein Schuh raus, liebe Leute. Habt ihr gehört? Ihr habt mir zugehört, hoffentlich. Und vor allem du hast mir zugehört. Mhm. Und dir wünsche ich natürlich einen wunderschönen Tag oder wunderschönen restlichen Abend. Und ja, bis dahin. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.